Bisher konnte SsangYong beim Design nicht gerade auftrumpfen. Mit dem neuen Modell Tivoli setzt der koreanische Hersteller nun neue Akzente. Im Innenraum dominiert Hartplastik, was die erste Begeisterung etwas dämpft. Sonst ist die Verarbeitung aber ordentlich. Das Raumgefühl im vorderen Bereich ist gut, das Platzangebot ebenfalls. Besonders überzeugen können die bequemen Sitze mit viel Seitenhalt. Die Armaturen sind ansprechend und zeitgemäß gestaltet. Das Multimedia-Gerät ist eher einfacher Natur. Der Kofferraum ist mit 423 Litern recht groß, etwas störend jedoch die hohe Ladekante. Die hinteren Sitze lassen sich geteilt umklappen. Dabei entsteht eine große Stufe im Ladeboden. Die Ausstattung der getesteten Version Quartz ist gemessen am Preis von 19.900 Franken sehr gut. Klimaanlage, Berganfahrhilfe und Freisprechanlage sind mit dabei. Sogar einen Lichtassistenten und eine Rückfahrkamera gehören zum Programm. Viel Ansehen büßt der Tivoli bei Motor und Antrieb ein. Die Fahrleistungen des 1,6 Liter Benziners sind sehr bescheiden. Der Motor wirkt träge und richtiger Fahrspaß will auf Landstraßen und Autobahnen nicht aufkommen. Das Sechsganggetriebe ist mit einer zu langen Übersetzung abgestimmt. Negativ auch der schwer auffindbare Kupplungspunkt, wodurch das Anfahren erschwert wird. Die Schaltvorgänge hingegen sind präzise. Der Fahrkomfort im koreanischen Kompakt-SUV ist ebenfalls nicht berauschend, dazu ist die Federung einfach zu straff und die Schläge entsprechend hart. Das kann auch die auf Sport, Normal oder Komfort einstellbare Lenkung nicht wieder wettmachen. Der Verbrauch ist für die gebotene Leistung zu hoch. Die angegebenen 6,6 Liter auf 100 Kilometer schaffen wir nicht. Unser Testverbrauch liegt bei 7,7 Liter. Die gute Fahrzeugübersicht, der kleine Wendekreis und die beeindruckende Ausstattung machen den Tivoli trotzdem zu einem tauglichen Auto fürs knappe Familienbudget. Fazit: Positiv am SsangYong Tivoli ist das gute Preis-Leistungs-Verhältnis, die für die Fahrzeuglänge von 4,20 m guten Platzverhältnisse und das frische und ansprechende Design. Negativ hingegen sind die bescheidenen Fahrleistungen, der schwer zu findende Kupplungspunkt und die lange Getriebeübersetzung.